So, ich bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Sieht auf jeden Fall mal deutlich heller aus als Inside und Limbo. Oh nein, wieso höre ich jetzt wieder nichts? Der hat doch schon wieder das Joypad als... Ja, okay. So. Jetzt haben wir natürlich das Intro verpeilt, aber ist egal. Wir sind offensichtlich aus einem Kokon geschlüpft. Ich kann nur laufen. Tasten machen bislang zumindest noch nichts. Da muss ich jetzt X drücken, damit sich hier was tut. Ansonsten. Es ist wie Pikmin ohne Pikmin. So, was ist denn das? Bisschen Monument Valley, stimmt, ja, das ist recht. Das ist echt, erinnert mich auch gerade so ein bisschen vom, von der Atmosphäre auch so, ne? Kann man hier eigentlich runterfallen? Hiermit auf sich. Da schwebt so ein komisches Blubbel. Ach ja, okay. Hier lang. So. Und dann. Der hier, kann er hier hüpfen? Er kann noch nichts. Wahrscheinlich kriegt er noch Fähigkeiten. Oder ich hoffe es mal. Das ist doch ein Kokon, oder? Wie übersetzt man Kokon? Was heißt Kokon eigentlich? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Eine Larve? Aber das ist doch eine Larve. Das ist Larve. Kokon, ja. Okay. Ja, okay. Ich dachte, es gibt noch irgendein... Ist eine Disse in Frankfurt. Gibt's gar nicht mehr, oder? Von Sven Feth, den Cocoon Club. Ich glaube, den gibt's nicht mehr, oder? Aha. Was geht jetzt ab? Bossfight? Nee. Es ist lustig, obwohl es komplett anders aussieht als Limbo und Inside, hat es schon irgendwie so ein... Es erinnert... Also es ist schon
eine Handschrift erkennbar. Sagen wir es mal so. Ist auch mit diesen nur um keine richtige Musik, nur so Umgebungsgeräusche. So eine Welt, die irgendwie nicht so ganz einzuordnen ist. Nee, ich habe die Folgen von ZDF Magazin Royal nicht gesehen, aber ich habe natürlich gelesen, um was es da geht. Dieses, ich habe mir aber komplett diesen Idiotenraum, nee, wie hieß er? Idiotenchat von denen, habe ich mir tatsächlich ein bisschen reingezogen. Ah, jetzt die neueste Folge habe ich auch noch nicht verfolgt. Achso, jetzt kann ich hier durch. Was nehme ich das? Mit, nehme das hier rüber. Dann gehe ich hier runter, das muss man bestimmt da oben reinwerfen. Hier. Durch, da lang. Dann geht's da hoch. Kommt's hier wieder raus. Hä? Okay, also es muss. Dann geht's hier runter. Dann geht's hier lang. Dann muss ich hier. Okay, ich glaube, ich habe verstanden. Nämlich klug. Die Frage ist, kann ich schnell genug zu den Schaltern laufen? Mega kluge Ede. Glaubst du, dass jemals eine PS5-Version von Bloodborne kommen könnte? Boah. Weiß ich nicht, aber ich hoff's. PC oder PlayStation 5. So, wir könnten das jetzt mitnehmen. Hier rein? Nee. Wir brauchen zwei. Hä? Hier sind noch so zwei von den Dingern. Was passiert, wenn wir das hier drauf legen?
Okay. Hätte ich die Kugel mitnehmen sollen? Okay, jetzt haben wir hier diesen Turm rausgeholt. Okay, warte. Sehen wir irgendwelche Symbole? Wir haben hier unterschiedliche, da müssen wir die Reihenfolge wahrscheinlich. Wir sehen hier auf jeden Fall. Wir sehen auf jeden Fall als erstes das hier. Das ist das hier, ne? Aber was soll mir das sagen? Achso, das können wir ja drehen. Ah, okay, ich verstehe. Aber welche Reihenfolge? Okay, okay, jetzt habe ich verstanden. Okay, jetzt müssen wir es erst einmal resetten. Also, als erstes das hier. Dann die Hörner. Dann das Oktagon. Hörner. Oktagon. Dann der Kreis. Dann die Deutsche Bank. Stark von mir. Jetzt habe ich so ein. Jetzt habe ich hier so ein Helferlein oder was? Ist ja cool. Aber was kann das? Okay, es kann Schranken entfernen. Ich muss sagen, das hat auch schon wieder so einen sehr guten Flow, das Spiel. Also, es spielt sich sehr einfach. Ja, flüssig und schnell. Also, es ist irgendwie ganz geil. Ach, nee. Hier, ne? Okay, das bringt nichts. Hm. Hä? Okay, das sagt einem auch keiner. Taste gedrückt halten. Danke, Funkor. Funkor, meine ich. Vielen Dank. Ah, jetzt hier waren wir doch. Jetzt kommen wir wieder zurück, weil wir das Ding haben. So ein bisschen Journey-Vibes, oder? Hey, Edelei fragt hier,
44 Granger. 44 Granger. Das Game sieht echt nice aus. Überlege jedoch, ob ich zu dumm wäre, selbst zu spielen. Kriegt man das auch hin, wenn man zur Hauptschule, wenn man nur Hauptschule hat und Dauerkiffer ist? Ja, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil mit Hauptschule habe ich nichts zu tun. Aber bislang ist der Schwierigkeitsgrad ja noch moderat, aber ich kenne das natürlich. Die Angst vor Rätselspielen ist mir nicht fremd. Oh, was ist das? Was mir aber an dem Spiel gefällt, ist, dass bislang immer, also fast jedes Bild was Neues war. Irgendwie auch mit der Architektur, mit der, also es ist irgendwie, es macht Spaß, die Welt zu entdecken, weil alles irgendwie so kreativ ist und verspielt. Wieso wurde der bis hierhin getragen? Versteht ihr? Wieso sind die Spuren bis hierhin? Ich muss es probieren. Okay, es geht gar nicht. Interessant, wegen dem Ding. Aber hier sind die Schleifspuren. Ne, Moment, Schleifspuren sind was anderes, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Ein Achievement? Aber warum? Okay. Oh. Wieder zurück? Nee. Was ist jetzt das? Oh, das ist ein Boss, oder? Schon sagen, endlich mal ein Spiel ohne anstrengende Bosskämpfe. Thank you.
Das ist clever gemacht hier, das gefällt mir. Wo ist denn da hin? Kein Problem, first try. Ich glaube, wenn ich so zurückdenke, ich habe noch nie einen Boss nicht First Try gemacht. Ich hätte mich statt Grumpy Ede, hätte ich mich First Try Ede nennen sollen. Färbt er irgendwie hier alles ein? Schon am abgefahren. Ach, guck. Das ist ja cool. Das ist echt irgendwie ganz cool. Okay, mit dem Ding kann ich das hier verschieben. Aber was bringt das mir? Das macht ja nichts. Ja, ich habe das Spiel übrigens im Game Pass installiert, also wer den Game Pass hat, kann hier auf jeden Fall mal reinspielen. Das ist doch schon mal falsch. Das könnte... Nein! Hä?
bin so dumm. Das nach unten drehen? Ey Leute, ich check's nicht. Nochmal. Also wir fangen oben an. Jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Damit kann ich wieder drehen. Aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Ah, okay. Doch, ich weiß. So nehme ich. Okay, geht's nicht weiter. Jetzt. Nehmen wir das. Packen es hier rein. Schon sehr abgefahren viele Ideen in dem Spiel. Na, jetzt geht er wieder zurück. Komm. Stark von mir. Boss.
nämlich die Welt mit quasi. Das war quasi Foreshadowing. Das ist der nächste Boss. Moment, das ist so. 100% muss ich die andere auch mitnehmen, oder? Guck mal, dieses Wasservieh, das gab's doch auch in Inside, oder? Wenn man zu tief geschwommen ist, also zu lange im Wasser war, hat er das doch immer verfolgt. Moment, da komm ich doch her. Ich kann hier nicht ins Wasser. Hier scheint nichts zu sein. Dafür fehlt mir hier so ein Ball. Vielleicht muss ich hier später erst hin. Hier kann ich nichts machen. So, wahrscheinlich erst noch in die andere Welt hier rein. War ich hier schon? Ich laufe wieder komplett falsch. Ohne Kugel geht hier nicht viel. Weiß ich doch ganz genau. Hä? Jetzt ist hier auch zu? Ja, sag mal. Hier sind überall nur Sackgassen, Leute. Hier geht grad nix.
Guck mal, jetzt leuchtet es rot. Tja. Ach so, ich kann die Kugel mitnehmen. Ja, das ist natürlich... Hey, war ich da auch schon? Brauchen Hinweise. Ah. Da sind sie. Also, Raute, Oktagon, Dreieck. Ja, zweimal Oktagon. Hexagon, Oktagon. Okay. Was habe ich gesagt? Raute. Raute. Hexagon. Das hab ich schon vergessen. Dreieck, Oktagon, Hörnchen. Dreieck, Oktagon, Hörnchen. Nee, nix. Okay. Bringt mich jetzt auch nicht so wirklich weiter. Hä? Wie bin ich denn dann? Das ist wieder weggefahren. Okay, dann kann das ja nur... Dass ich mit dem Ding... andere Welt muss. Verzerrung. Okay, das hätte ich aber auch ohne das Ding machen können, theoretisch. Ah, siehst du? Gut, dass ich es gemacht habe. Okay, das ist einfach nur ein Teleport. Mehr ist es nicht.
guck mal, der trägt eine Welt in sich. Trug eine Welt in sich. Ist er weg. Was ist das? Ich verstehe. Jetzt nehmen wir das wieder mit. Jetzt lassen wir das zurückgehen. Und jetzt gehen wir durch. Warte mal. Das kann nur der. Dann öffnet er die Tür da. Jetzt nicht weiter. Okay. Was ist hier? Das ist also wie eine Geheimtür da. Okay, wenn ich das reinmache, dann gehen die zurück. Ich verstehe das Problem. Wir müssen uns beamen. Guck mal, wie geil. Jetzt sieht man das da in dem... Man sieht, wie die da durchgegangen sind, jetzt kann man zurück. Das finde ich ja nice. Journey habe ich durchgespielt sogar, ja. Ich mag solche Spiele. Abzu habe ich auch gespielt. Ich bin ein Player, Leute. Ich bin ein Player. Okay.
Wie machen wir das? Ich beam mich hier raus. Aber dann kann ich doch nicht. Ich beam mich hier raus. Aber ich kann ja mich immer nur zum gleichen beamen. Hä? Wenn ich mich jetzt hier rausbeame, nehme ich mich auch wieder hier rein, oder? Ich check's nicht. Nein, noch keine Hilfe, noch keine Hilfe. Wenn ihr es rausgefunden habt, dann müsste ich es ja eigentlich schon längst rausgefunden haben. Okay, ich gehe hier raus. So. Wenn ich hier rausgehe, komme ich auch wieder hier rein. Aber jetzt habe ich ja keine Kugel. Ah, warte. Das ist doch einfach ein Logikding. Warte mal. Jetzt habe ich es verstanden. Ich weiß es. So, wir gehen hier rein. Wir packen die Kugel hier hin. Wir gehen hier raus. Wir gehen hier rein. Wir holen die Kugel. Seht ihr? Ich bin nämlich klug. Ich war einfach nur ein bisschen Logik. Es wird schon langsam komplexer, das Spiel.
Oh, hier, guck mal, Mario. Kriegst du Grüße. Rüberfliegen, um das zu aktivieren. Sehe ich das richtig? Oh, jetzt hat er mich gegrabt. Und schmeißt mich aus seiner Welt. Man muss es losreißen. Komm! Hä? Menno! Wie soll man... Einerseits muss ich es anlocken, andererseits komme ich ja nicht mehr rechtzeitig weg. Das muss explodieren in die Gesichter? Okay, danke Real Iggy. Mann, Alter, ist das schwer, ey. Ja, na klar, bewegt ihr euch. Oh Mann, ey, diesen Dingern ausweichen ist das Schwerste, ganz ehrlich. Der hier ist es. Ich hab's schon gesehen. Nee, der da oben ist es. Den Dingern jetzt ausweichen. Ich bin so schlecht im Ausweichen. Da sind noch mehr! Zweite Runde ausweichen! Und jetzt schnell hin! Pah.
jetzt? Nein! Niemals hat er mich erwischt! Die Schweinesäue. Säuerei. Ach nee, Leute. Alles wieder von vorne. Nee, sowas mag ich nicht. Einmal berührt und der Kampf startet von vorne. Da sehen wir auch schon einen Schwachpunkt des Spiels, meiner Meinung nach. Dann gib mir wenigstens die letzte Phase. Komm. Und wieder von vorne. Weil man auch diesen Moment, wo er einen grabbt, also diese Kollisionsabfrage, wo ist denn der Moment, wo er einen grabbt? Wo ist da genau der Punkt? Wo ist der Berührungspunkt? Scheiße. Volltreffer, würde ich ja nur mal sagen. Nicht links rum, nicht rechts rum, man weiß es nicht. Ausweichi! Ausweich! Oh, was weich ich aus? Was ist es? Was ist es? Oh nein! Aber das ist einfach, glaube ich. Pam! Besieger von Gegnern. First try. Bin ich schon gespannt auf den allerletzten Boss in dem Spiel. Habe ich noch gut explosieren lassen. Explosieren ist irgendwie... Es klingt nicht falsch. Leute, ne? Ich sag's euch nur ungern, aber ich spüre, dass ich Halsschmerzen habe. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen. Leichte Schluckbeschwerden.
Jetzt ist er zu. But why? Schnell genug dann. Vielleicht soll man gar nicht schnell genug. Ah, jetzt. Nee. Ich check's nicht. Hä? Jetzt check ich's. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. Habt ihr's auch gecheckt? Ich hab's gecheckt. Ich hab's voll gecheckt. Pass auf. Hä? Doch nicht? Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Die Idee war richtig, die Umsetzung war schlecht. So. Das war schon kniffliger. Das gebe ich zu. Thank you.
Hä? Jetzt check ich's schon wieder nicht. Wieso springst du denn da rum? Wieso kann ich denn jetzt nicht? Oben, oder? Nee. Hä? Hä? Jetzt kann ich drauf. Ah, hä? Mein Kopf explodiert, Leute, ey. Ach so, der geht abwechselnd hoch und runter. Ich check's noch immer noch nicht ganz. Jetzt wieder oben. Da brauche ich wieder den Navigator. Nee. Jetzt haben wir doch schon wieder hier Rätselkram, ey. So ein bisschen Inception-mäßig von einer Welt noch tiefer in die nächste, noch tiefer in die nächste. Aber jetzt habe ich das Gefühl, komme ich nicht weiter. Hier tut sich nämlich nichts. Wie komme ich denn nochmal? Komme ich denn nochmal zu dem Navigator? So, oder?
verdammt clever gemacht, das Spiel, ey. Ja. Wie bin ich denn da nochmal rübergekommen? Leute. Ich hab schon wieder vergessen. Das hab ich doch vorhin erst gemacht. Nee, dann komm ich ja keine Welt mehr. Nee. Hä? Mein fucking Brain schmilzt. Da brauche ich doch zwei. Alles gar keinen Sinn. Ich verstehe nicht. Ich habe doch das exakte Rätsel haben wir doch schon gemacht. Ich check's überhaupt nicht. Wenn ich den da drauf lege, das reicht nicht. Ich jetzt zurückfliege. Aber wenn ich den nehme, kann ich ja nicht mehr da rein. Oh Gott, jetzt wird's kompliziert. Oh nein, jetzt. Das ist so wie Mathe in den ersten, so bis Klasse 7, man denkt so, hä, Mathe ist doch voll kein Problem. Warte mal. Und dann wird's irgendwie schwer. Aha! Nee. Hä? Oh, mein Kopf tut weh. Das hat doch jetzt überhaupt nichts geändert im Prinzip. Jetzt brauche ich ja wieder. Das ist doch der fucking Klassiker.
Okay, wir brauchen wieder eine Reihenfolge. Dafür müssen wir irgendwas machen. Aber was? Ah, hier auf dem Boden, guck mal. Da sind zumindest die Zeichen, nur welche Reihenfolge. Also wir hätten ja dann hier Fünfeck, Sechseck, Ohren, Dreieck, Viereck. Fünfeck, Sechseck, Ohren, Dreieck. Fünfeck. Fünfeck. Sechseck, Dreieck, Viereck, Ohren? Nee. Fünfeck, Sechseck, Dreieck, Ohren, Viereck. Fünfeck? Fünfeck? Sechseck? Ohren? Dreieck? Viereck? Ja. So, dann komm mal mit. Schön auf. Den nehmen wir auch wieder mit. Schließlich ist eine ganze Welt drin. Hier schon mal?
Was ist dieses Spiel kompliziert, ey. Durch. Mal, der schlägt Alarm, wie süß. Aber kommt er nicht durch? Kommt er durch oder kommt er nicht durch? Kommt er nicht durch? Hm. Wir können auch nicht durch die Röhre. Kommt das auch nicht durch die Röhre? Ich verstehe, wir müssen es da reinwerfen. Aber wie? Wie werfen wir das da rein? Wie wirft man das da rein? Von oben. Aber hier geht auch nichts. Ich habe die falsche Kugel mitgenommen, kann das sein? Aber ich komme ja auch gar nicht mehr zurück. Wie bin ich denn überhaupt hierher gekommen? Aha, jetzt weiß ich's. Okay, ich bin so dumm. Jetzt weiß ich's. Wir machen das so. Dann gehen wir hier durch. Und dann. Okay, ich hätte es abwerfen müssen. Okay. Stark, Ede. Meisterdetektiv hier. Oh, da ist wieder so ein Prisma. Hier ist ein Respawn für den... Okay. Sehr gut, sehr gut. Timing.
Oh, immer noch. Ein Tick früher noch. Das dauert aber auch, bis der da rüberspringt. Jetzt machen wir's. Jetzt machen wir's. Weiß ich doch. Wir befreien wieder einen Boss. Das ist irgendwie so ein Embryo-Boss oder so, ne? Also das Design von dem Spiel ist schon einmalig, finde ich. Es ist so kreativ. Irgendwie das, und alles sieht irgendwie geil aus. Alles fließt und ist irgendwie so ein... in so einer nicen Bewegung irgendwie. I like. So, hier wird gerade diskutiert, was Pfannkuchen und Crepe und nee, was? Berliner sagen Pfannkuchen zu Krapfen und Pfannkuchen heißen bei denen Eierkuchen. Hä? Pfannkuchen sind Pfannkuchen? Ist doch ganz klar. Und Krapfen sind Kreppel. Ein Kreppel. Oder wie, oder was? Ein Kreppel halt. Ein Kreppel mit Marmelade gefüllt. Nicht so schwer. Niemand weiß, wie Kreppel geschrieben wird. Es wird auch nicht geschrieben, es wird nur gesagt. Du gehst ja nicht zum Bäcker und schreibst dem auf, was du willst. Du sagst dem einen Kreppel bitte. Fertig. Und wenn der dich fragt, wie würden sie das denn schreiben, dann wechselst du den Bäcker. Ganz einfach. Warum nur ein? Nesis stellt dir die guten Fragen, ja? Das ist nämlich die Frage. Warum nur ein Kreppel? So, wir gucken uns jetzt mal hier die neue Welt an. Guck mal. Bisschen Helic Tree Vibes hier. Rote Mitte, ja, oder? Palatschinken ist schon wieder ein bisschen was anderes. Glaube ich. Palatschinken sind Pfannkuchen? Seid ihr euch da sicher? Wieso überhaupt Schinken? Palatschinken? Nee, ist das hier?
verstehe. Nee, ich verstehe doch nicht. Wo ist denn jetzt die Kugel? Da. Oha. Komm, schnell! Was machen wir denn jetzt mit dir? Hä? Hier lang? Bestimmt willst du hier drauf. Okay, was hat es jetzt gebracht? Jetzt bin ich ja doch wieder da, wo ich... Nee, Moment. Hier war ich noch gar nicht. Fliegen die da rum oder was? Das ist ja alles sehr merkwürdig, sehr kurios hier. Curiosity. Ja, das wird ja nichts. Das sehen wir ja jetzt schon. So, ich habe auch durch. Eieiei. Aha.
Nein, nein. Lol. Nee. Nein, ich muss ja draufbleiben. Oder muss er draufbleiben? Ich muss ja gar nicht draufbleiben. Er muss draufbleiben. Hierhin. So. Ah, ich bin so dumm. Nein, 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 nicht da reinhüpfen. Nicht da rein. Okay, hüpf ruhig da rein. So, was machen wir jetzt hier auf der linken Seite? Ja, jetzt haben wir den Salat. Weil du da reingehüpft bist. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich hätte gleich da lang gehen können. Wie kann ich jetzt... Also wenn ich hier hochgehe, werden die alle aktiviert bzw. deaktiviert. Wo ist denn der Denkfehler? Der ist da unten. Und den kann ich jetzt nicht aktivieren. Der ist der gleiche wie der. Jesus. Aha.
jetzt habe ich es verstanden. Jetzt haben wir den. Jetzt gehen wir hier hoch. Jetzt gehen wir hier lang. Gehen wir hier runter. Gehen wir hier lang. Da rein. Was bringt mir denn das jetzt? So, jetzt musst du theoretisch... Aha! Super klug. Und jetzt? Ihr sagt, es ist wie Scorn auf süß. Ich habe Scorn nicht gespielt. Ich kenne es natürlich von Videos und so. Aber ich finde, also klar, Scorn ist auf jeden Fall nochmal ein Ecke härter, gruseliger. Aber süß finde ich das ja eigentlich gar nicht. Es ist nicht gruselig, aber es ist auch nicht süß. Auf jeden Fall abgefahren. Es gibt ja auch, was gibt es hier eigentlich für Einstellungen gerade? Eine Taste. Geometric Interactive. Jeppe Carlsen. Na, schon ein paar Leute dabei.
Okay. Das soll es erstmal gewesen sein von Cocoon. Kurzes Fazit nach knapp 2 Stunden. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ist ein schöner Rätsler. Und ja, erinnert so von der Atmosphäre, von diesem, man ist alleine in einer völlig unbekannten Welt und hat eigentlich nur minimalistische Mittel. Aber trotzdem ist es irgendwie kompliziert und komplex und man muss sich richtig anstrengen, um die Rätsel zu lösen. Und erinnert daher sehr an Limbo und Inside. Wenn man also so ein kleines Rätselspielchen mal sucht, das auf jeden Fall einen geilen Flow hat, also man hängt nicht lange an Rätseln und vor allen Dingen ist es nicht nervig, finde ich, bislang gewesen. Also es ist sehr flüssig alles, geht alles schnell, es float richtig gut, das Spiel. Wer sowas sucht, ich glaube für ein Zwanni gibt es das zurzeit, kann man da auf jeden Fall nichts falsch machen. Das ist echt gut, also es hat Spaß gemacht. Und die guten Wertungen, die es überall bekommt, kann ich schon in etwa nachvollziehen. Also checkt es aus, Cocoon heißt das Spiel.